Liebe von Historia Steinwallen. Ja, so langsam erholt sich Kastilien nach dem Krieg, wobei es immer noch einige Aufstände gibt. Aber in Kürze werden die ersten Kernprovinzen soweit sein und dann sollte sich die Sache langsam entspannen. Vor allem was die Überdehnung betrifft. Nun gut, hier ist noch eine Armee auf dem Weg, um diese Rebellen jetzt zu bekämpfen. Ich hoffe, das wird ihnen gelingen. Und das war jetzt wichtig. Ja, genau. Wir haben nämlich jetzt endlich eine neue Kolonialnation hier. Darauf habe ich schon lange gewartet, weil die sich dann mit diesen Kernprovinzen beschäftigen kann und dadurch jetzt die Überdehnung radikal sinken sollte. So, hervorragend, sehr gut. Wir haben einen Rechtsanspruch auf Kolonial Mexiko und ich würde sagen, wir nennen die Nation Kastilisch Mexiko. Ja. Oder Neukastilien wäre eigentlich auch nicht so blöd, aber warum das gerade Neukastilien? Das hätte man das erste so nennen müssen. Nee, das sieht irgendwie falsch aus, ne? Jetzt bin ich total blöd. Ich muss mal gucken. Kastilien mit einem L. Manchmal sitzt man so auf dem, steht man auf dem Schlauch. Kastilisch Mexiko nennen wir das. Wir können es ja inzwischen auch später wieder ändern, was ich ganz praktisch finde. So, hervorragend. Wunderbar. Jetzt müsste es... Oh, was haben wir jetzt für eine Mission abgeschlossen? Das überrascht mich ja jetzt. Erlangt Untertan. Das ist der zweite Untertan, den wir haben. Hervorragend. Was nützt Macht, wenn sie niemand anerkennt? Wir müssen Untertanen erwerben, die uns den Respekt zollen, den man von einem Land wie Kastilien erwarten würde. So, gehorsame Untertanen. Minus 15% für diplomatische Annexion. Naja, das wird nicht relevant sein für uns. Okay. Errichtet eine große Flotte wäre das nächste. Was brauchen wir dafür? 10 schwere Schiffe oder 30 Galeeren. Ja, das ist auf jeden Fall in Reichweite, würde ich mal sagen. 6 schwere Schiffe haben wir schon. Aber, na mal sehen. So, jetzt endlich kommen jetzt die Kernprovinzen rein. Hervorragend. Blöderweise haben die marokkanischen Nationalisten es geschafft, Tanger noch zu besetzen. Und Äthiopien bekommt einen weiteren Krieg. Die Ärmsten, jetzt ist es Aden. Die angreifen. Vermutlich ist die Armee völlig vernichtet, nachdem die Osmanen dort tätig waren. Sie werden es jetzt sehr schwer haben. Wir können wieder missionieren, das machen wir auch. Da kennen wir nichts. Und was ich übersehen hatte, wir können noch einen Kolonisten losschicken. Und das machen wir auch, nämlich hierhin. Und dann gibt es sogar noch die Möglichkeit, einen weiteren Händler zu besetzen. Aber da lassen wir uns noch mal ein bisschen Zeit. Das will ich mir noch mal in Ruhe anschauen. So, die Galeeren können eigentlich auch erstmal in den Hafen. Bauen wir jetzt lieber 29 Galeeren oder 4 große Schiffe? Tja. So, Gabu ist jetzt endlich besetzt und jetzt kommt es dort zum Angriff. Wir ziehen jetzt hier erstmal nach. Und schauen uns dann jetzt diesen großen Kampf an. Gott sei Dank auf Trockenland, aber... Wir kämpfen mal wieder fragwürdig. Aber doch, das lief jetzt deutlich besser. Okay, Gott sei Dank. So, dann müssen wir es noch zurückerobern und dann ist hoffentlich bald ein bisschen Ruhe. Die höchste Unruhe. Ja, die Unruhe hält sich jetzt wirklich in Grenzen. So. Hier, das sind noch die nächsten letzten Kernprovinzen, die wir brauchen. Was ist los? Es wird Blut fließen. Die Totonacken-Angriff auf die Tlaxcalteken, das interessiert uns nicht. Tanger ist wieder in unserer Hand. Sehr schön. So, das heißt jetzt aber... Nein, jetzt... Oh, nicht nochmal den Fehler machen. Ich war kurz davor, schon wieder den Armeeunterhalt zu erhöhen. Zu reduzieren, wollte ich sagen. Aber den Fehler machen wir nicht nochmal. Jetzt greifen wir erstmal an. Gott sei Dank war das nicht unterbrochen worden, diese Erschaffung eines Kerns. Das freut mich sehr. Dadurch ist jetzt Tanger auch unser Stammland geworden. Und wir haben schon wieder die nächsten. Alle hier in Afrika. Na gut, um die kümmern wir uns dann. Vielleicht sollten wir hier mal so einen Standserlass raushauen, der die Unruhe reduziert. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber ich glaube, das gibt es.
So, das ist gewonnen. Ich würde ja schon gerne die Provinz zurückholen, aber die marschieren, wir haben das gesehen, die marschieren relativ schnell weiter. Deswegen werden wir sie erstmal besiegen, dass wir das erstmal verhindern. Okay. So. 22.000 stehen hier. Das war aber noch lange nicht alles. Jetzt neue Armeen auszuheben macht keinen Sinn. Bei dem Mangel an Rekruten. Wir müssen jetzt einfach erstmal diese blöden Aufständischen besiegen. Vasangali nutzt jetzt auch noch die Gelegenheit und erklärt Äthiopien den Krieg. So, Calabar wird kolonisiert. Da ist der Kolonist jetzt angekommen. Sehr schön. Und nun sind es kastilische Bauern, die aufstehen. Was ist hier los, Leute? Unruhe, eine Unruhe nach der anderen. Wir können noch für die letzten wenigen Monate eine Fähigkeit kaufen. Macht das Sinn? Disziplin Söldner macht keinen Sinn. Übertragung Schiffshandel macht auch nicht. Missionare, Prestige pro Entwicklung. Das könnte noch helfen für die letzten Monate. Hatten wir hier nicht die Info, dass das bald endet? Hier, 34 Monate. Wir haben ja noch ein bisschen zu konvertieren. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Nehmen wir das noch. Am Schluss dieses Zeitalters. So, gegen die Bauern müssen wir trotzdem noch kämpfen. Überrascht mich, dass da Bauernaufstände sind. Naja, sind das Überdehnungsaufstände? Ich weiß es nicht. Kannst du mir jetzt gar nicht erklären. Da war eigentlich kein Revoltenrisiko, kein relevantes. Wie kommen da plötzlich die Bauern hin? Na gut, wir werden sie bekämpfen und vielleicht bekommen wir aus irgendeinem was heraus. Einigung mit Eingeborenen, das ist praktisch. Denn wir sind noch nicht dort mit unserer Armee. Aber jetzt kämpfen wir hier erstmal. So, auch die haben wir besiegt. Argon wird kontrolliert, aber da ist schon jemand unterwegs. Das werden wir jetzt erobern. Aber wir können uns hier direkt mal teilen, würde ich sagen. Und dann hier nochmal zurückgehen zur Getreideküste. So, was machen wir für Einnahmen? Plus 4 ist ja Trauerspiel, aber das kommt, weil unsere Soldaten ersetzt werden. Oh, und ich wünschte mir... Nee, plus 4 bei vollem Unterhalt. Das ist insofern okay, würde ich sagen. Norwegen macht ein Embargo. Na gut. So, die Bauern werden jetzt erstmal zusammengeschossen. Jawohl. Und jetzt müssen wir zurückerobern. Zurück besetzen. Und... Ah, ja, sehr schön. Schaut mal. Das war ein großer Weg, Tlemcen hier zu überzeugen. 12 päpstlichen Einfluss bekommen wir dadurch. Und Prestige bringt das enorm. Durch unsere neue Zeitalter-Eigenschaft. So, jetzt überlege ich, was machen wir mit denen? Wir tun die am Ende ja wieder zusammen, deswegen marschiere ich mal darüber. Was haben wir hier? Osmanen-Bündnis wieder mit Marokko. Es ist also geschehen und damit wird es jetzt doch ein bisschen gefährlich. Aber gut, wir haben ja gesagt, wir wollen hier eigentlich keinen Krieg mehr führen. Es ist nur die Frage, wenn sie einen Offensivkrieg betreiben wollten. Dann würde es gefährlich werden. Aber daran glaube ich nicht. Eigentlich ist es soweit jetzt schon. Genau, dass wir jetzt den Unterhalt wieder reduzieren können. Oder haben wir noch irgendwo feindliche Truppen? Nein, das Besetzen sollte trotzdem gehen. Dann machen wir das mal. Plus 18 verdienen wir jetzt. Minus 3 Korruptionssenkung ist ja auch hervorragend. Ja, so kann es weitergehen. Also jetzt trudelt das Geld doch ein. Wie sieht es eigentlich jetzt aus hier mit diesen neuen Goldprovinzen? Können wir jetzt hier schon die Entwicklung bestimmen? Nein. Oh nein, jetzt kommt die nächste Revolte. Wieder 19.000. Nix da mit den hohen Einnahmen. Wir müssen wieder hochregeln. Oh, Leute. Na gut, das ist eine Frage der Zeit, ehe sich das alles geben wird. So, sehr schön. 84%.
Wir sind hier wieder zusammen. Missionen in der neuen Welt sind ausgelaufen. Okay. Die Boni sind verschwunden. Aber das werden wir hinkriegen. So, Tlemcen wurde von Tunesien geplündert. Sevilla und Algarve auch. In Portugal gibt es einen neuen Thronfolger. Und es gibt einen neuen Portugal hat Holland als Rivalen bestimmt. Das finde ich gut. Das passt sehr gut in die Linie. Ich würde ja mal gerne irgendwo sehen, wie viel Geld sie haben. Dann würde ich nämlich das nochmal probieren, ihnen das zu verkaufen. Aber im Moment haben sie, finde ich, nicht ausreichend Geld. Dann lassen wir das. So. Jetzt ist das alles ausgelaufen. Mission in der neuen Welt. Wir müssen uns jetzt gleich mal um die Colonial La Plata. Okay. Da haben die Portugiesen jetzt den Vorteil. Das stört uns aber nicht. Die sind ja in Brasilien eh unterwegs. Na, wir können das im Moment nicht abbrechen. Gehen wir dann... Ja, wir gehen als erstes wieder dahin. Aber ich sagte, ich möchte mich um die Stände mal kümmern. Um die Untertanen müssen wir uns auch kümmern. Ach ja, richtig. Das bringt mich auf den Punkt, dass ich gerne nach Kastilisch-Kolumbien einen Diplomaten senden wollte, der einfach mal nur Beziehungen verbessert. So, und jetzt nochmal zum Thema Stände. Da gibt es jetzt neue Möglichkeiten. Also, Parlament einberufen. Können wir machen, denke ich. Reduziert den Unterhalt unserer Armee. Sehr gut. Bürgermonopol-Kardas. Können wir auch machen. Handelseffizienz plus 20%. Hervorragend. Und neue Weltmissionen werden wir auch einsetzen. Gut, das sind so die wichtigsten Dinge, die wir da machen müssen. Wir können aber schon wieder missionieren, wie ich sehe. Zwei können los. Hervorragend. Der Adel fordert Privilegien. Die Privilegien der Adelschaft befinden sich unter Dauerfeuer. Seit Enrique IV. seinen Versuch begonnen hat, immer mehr Kontrolle an sich zu reißen. Hat er das? Nun ist den Adligen der Geduldsfaden gerissen und sie verlangt die Rückgabe dessen, was ihnen rechtmäßig zusteht. Wie reagieren wir hier? Ich würde mal sagen, wir ignorieren ihre Forderung. Adel verliert an Loyalität und wir bekommen plus 2 Unruhe. Wird uns das Probleme bereiten? Ich hoffe nicht. So. Nordwestpazifik. Darlehen verlängert. Alles klar. Dann würde ich sagen, ist jetzt der Moment für die Weltumsegelung gekommen. Erkunden. Weltumsegelung. Jetzt geht's los. Wir drücken die Daumen. Welcher großer ist es? Cristobal de Rojas. Also auch ein Roja. So heißt doch auch unser Herrscher, ne? Ja, genau. Auch ein Roja, der hier auf den Weg sich macht. So, was haben wir denn noch? Wir haben schon wieder einen Kolonisten frei. Bonnie, Calabar. Achso, dann finde ich, ist jetzt hier die nächste Provinz dran. Und... Aha, das ist nicht voll entwickelt. Aber bald. 955. Wisst ihr was, dann warte ich das noch ab. Weil ich würde gerne... Obwohl, wenn die fertig sind, kriegen wir ja eh einen neuen. Ich würde nämlich schon gerne... Warte mal, wir haben hier zwei Aktive und in Afrika. Warum wird mir die nicht angezeigt? Macht das bitte die Kolonialnation? Die kolonisiert auch, ne? Ja, das könnte der Fall sein. Gut, wir warten trotzdem, bis die gebaut ist. Dann schicken wir dort einen neuen hin. So, das haben wir gemacht. Entdecker ist auf dem Weg. Sehr schön. Hier kommt es jetzt mal wieder zu einer Schlacht. Oh, oh, oh. Das ist sehr verlustreich erneut. Firmenwesen ist ausgelaufen. Gott sei Dank gerade so gewonnen, aber wirklich extrem knapp gewonnen. Und erneut versuche ich es, hier den Unterhalt runterzudrehen.
um mehr Geld zu verdienen. Wir haben keine Innovationsfähigkeit. Oh, wir müssen was tun. 8% Techmalus, das geht gerade noch. So würde ich sagen, dass wir da einmal noch investieren können. Okay, Bürger haben keinen Einfluss mehr. Waffenstillstand mit Tunesien ist beendet. Ich ziehe jetzt mal hier runter. Was macht unser Weltumsegler? Hier ist er jetzt angekommen bei 82 und 90. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Wir werden jetzt keine Idee weiterentwickeln, sondern dann auf die Forschung warten. Und Yoma kann jetzt zur Kernprovinz gemacht werden. Auch das machen wir. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keinen Quatsch. Aber ich glaube nicht. So, plus 10. Das muss noch ein bisschen besser werden. Was ist hier los? Verrat? Erstmal ist die Konvertierung erfolgreich gewesen. Das ist erfreulich. Hernando Orellana und seine Familie. Eine Kaufmannsfamilie aus Sevilla. Sevilla hat es geschafft, unseren... Jetzt hört ihr gerade mein Handy. Oh, das ist unangenehm. Das ist mir noch nie passiert. Weil die Aufnahme schon gut, so gut wie am Ende ist, werde ich es mal kurz ausmachen. Okay, danke für euer Verständnis. So, was ist hier los mit dem Kaufmann? Eine Kaufmannsfamilie aus Sevilla hat es geschafft, unseren Langstreckenhandel mit Marokko deutlich zu erhöhen. Indem sie sich erfolgreich sowohl in Fes als auch in dem marokkanischen Hinterland etabliert haben, haben sie in beiden unserer Gesellschaften viel Einfluss erlangt und sind sehr reich geworden. Dies ist eine Situation, die wir wahrscheinlich ausnutzen könnten. Hernando Orellana zum neuen Erschaffer unserer Handelspolitik machen. Puh, ich weiß nicht. Also wir sind da fanatisch. Wer sozusagen mit Glaubensfeinden handelt, den sehen wir eher skeptisch. Aber beides geht in unsere Richtung, ne? Also ich würde mal sagen, wir werden ihn nicht zum Erschaffer unserer Handelspolitik machen. Wir werden dann das erste wählen. Einflussreiche Kaufmannsfamilie, halt eben nur quasi unter der Decke. Ist das dann okay und erlaubt? Handelsmacht erhöht sich dort. Und was haben wir hier? Den Verrat. Rekrutierung. Genau. Wir sind, das kennen wir schon, deswegen lese ich es nicht komplett vor. Wir sind das Gegenteil von korrupt. Wir sind da sehr klar. Deswegen, es geht um eine Inspektion, um einen Skandal, Rekrutierungslisten und so weiter. Wir müssen den Täter bestrafen und unsere eigenen Umfragen durchführen. Der Adel verliert an Loyalität, die Armee gewinnt an Professionalität allerdings dafür. Ja, und Guinea bekommt plus 8 Unruhe nochmal. Das ist natürlich wirklich bedauerlich. Das steigert da die Unruhe ziemlich gewaltig. Bonoman. Aber Leute, wir sind das doch schon gewöhnt, hier mit diesen Sachen zu kämpfen. Hier unten, ich würde mal sagen, wir behalten das mal bei. Wir werden dann halt immer den Unterhalt hochschrauben müssen, wenn es soweit ist. Wir können auch mal in Technologie investieren. Kolonialreichweite, Handelsreichweite, ein neues Schiff, Transportschiff und das Handelsdepot. Oh ja, ich denke, das werden wir tun, einfach aufgrund dieser Sache hier auch. Das gefällt mir, der Merchantman. Die Weiterentwicklung von Transportschiffen führte zum Bau größerer und schnellerer Schiffe, wobei man noch immer versuchte, die einfache Konstruktion der Fleute beizubehalten. Diese Schiffe fielen unter den allgemeinen Begriff Merchantman. Gut. So, die nächsten Heretiker sind unsere. Tunesien hat Aragorn den Krieg erklärt. Aragorn ist selbst unser Feind, aber können wir das... Sie wollen Malta erobern. Ich bin mal gespannt. Wer kämpft denn da an ihrer Seite? Sind die Osmanen mit in diesen Krieg eingetreten? Hallo? Sieht so aus. Das ist natürlich hart. So. Vasangali schließt Frieden mit Äthiopien. Und da haben sich wohl
Oho, da haben sie sich wohl völlig verschätzt. Sie müssen ganz, ganz viele Provinzen abtreten und Äthiopien wächst an dieser Stelle. Wobei, wartet mal, ich hätte jetzt gedacht, das gehörte ihnen schon. Haben sie das zwischenzeitlich verloren? Weiß ich nicht. Oder habe ich das eben falsch gedeutet? Möglicherweise habe ich es auch falsch gelesen. Ihr seht das dann besser. Ihr könnt euch das nochmal genau angucken. Mir war so, als hätten die verloren, Wasangali. Nun gut, liebe Leute. Also, plus 15 machen wir. Ich würde gerne meine Armee weiter ausbauen. Ich würde gerne die Flotte ganz, ganz dringend ausbauen. Und ich würde gerne als nächstes vielleicht mit Kokom Krieg führen. Und ich sehe gerade, die sind schon in einem anderen Krieg im Moment. Ja, warum nicht? Vielleicht sogar ein günstiger Moment. Müssen wir sehen. Hier gibt es übrigens katholische Fanatiker in der neuen Welt, aus Norwegen stammt. Die haben unsere größte Sympathie. Ja, liebe Leute, also, ich denke, wir haben uns langsam aber sicher gefangen. Wenn wir das hier so weit stabilisiert haben, dass wir dann auch unsere Einnahmen hier sauber hinbekommen und so weiter aus den Goldprovinzen, dann werden wir uns verstärkt nochmal Amerika widmen. Und dann, wenn das gelungen ist, ich denke, die Inkas müssen einmal bekämpft werden, dann ist es auch so weit, dass wir mit Frankreich unser Bündnis schließen können. Frankreich, die übrigens hart kämpfen, aber nach wie vor hinten liegen gegen die Briten. Bin mal gespannt, wie lange sie das noch durchhalten werden. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinwallen.